Ja, meine Damen und Herren, willkommen zur Pressekonferenz nach der heutigen Spielko-BBL-Partie. Die BG Göttingen und die Eisbären Bremerhaven trennen sich 80 zu 82. Ich begrüße an meiner Seite die Trainer beider Mannschaften. Von den Eisbären begrüße ich Douglas Bradley, von der BG Göttingen Michael Meeks. Und wie immer an dieser Stelle zunächst das Wort an den Gästetrainer Douglas Bradley. Wie fällt Ihr Fazit zum heutigen Spiel aus? Wow. Erstmal Glückwunsch an meine Mannschaft. Wir haben phasenweise das Spiel kontrolliert, geführt mit 10 Punkten. Wir haben ein bisschen die Faden verloren. Die Göttinger nie aufgegeben. Wir sind zurückgekommen ins Spiel, kurz vor Ende. In einer Phase, wo wir sind, und vielleicht in einer Phase, wo die Göttinger sind, teilweise man hat ein bisschen Glück oder kann man es ein bisschen weg. Und bis jetzt, diese Saison, in dieser Phase, hatten wir immer weg. Ich bin froh, dass Terrell Everett die Freiwürfe getroffen hat, aber wir hatten das viel früher in den Sack bringen müssen. Aber Credit zu Göttingen, die sind nicht aufgegeben, die sind immer zurück in das Spiel gekämpft. Tolle Unterstützung wie immer. Und ich würde persönlich diesen Platz vermissen. Danke. Ja, vielen Dank, Dax Bradley. Es folgt der Kommentar von Michael Meeks. Okay, Glückwünsche mal Coach Bradley in Bremerhaven. Ja, ich denke, unsere Jungs heute hat sehr viele Kampf gemacht. Bremerhaven ist eine gute Mannschaft und der Kampf für einen Platz in den Playoffs. Und wir suchen jetzt für einen Sieg und auch eine Identität für unsere Mannschaft. Ich denke, heute ich hatte ein bisschen mehr von was ich in der Woche im Training ist sehr. Der hat zurück in das Spiel gekommen. Ich denke, wir waren unter 10 Punkte oder so. Und es war ein Spiel in der Ende, es war nur ein Call. Und manchmal das passiert, aber ich denke, die Jungs hat heute, ja, er hat ein sehr gute what I'm looking for, Display von der Gesicht von der Personalities von jedem Spieler heute. Es war gut. Ja, danke Mike. Gibt es Fragen an die Trainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Damit bedanke ich mich. Einen schönen Abend.